Du hast doch was... Ja, hab ich. Möchtet ihr jetzt endlich über den Krieg sprechen? Eigentlich nicht. Was man heute kann besorgen... Du gibst nicht auf, bis ich dir alles erzähle, oder? Gibt's denn heute gar kein Privatleben mehr? Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Na gut. Meine Frau hieß Nayama. Sie war es, die mich damals abgeschossen hat. Was hat eure Frau mit dem Krieg zu tun? Sehr viel. Schon als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass die Macht in ihr sehr stark war. Nur deshalb war es ihr gelungen, mich abzuschießen. Nayama war eine Traumfrau. Feurig, entschlossen, klug. Sie hat mich in die Hauptstadt gezerrt und 3 Fluchtversuche von mir vereitelt. Und ihre Figur... Ja, der Krieg. Ach ja, eines Tages habe ich sie dann rumgekriegt. Das war, als ich sie nach meinem Ausbruch aus dem Knast als Geisel genommen hatte und... das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls wollte ich sie zur Jedi ausbilden. Der Rat war natürlich dagegen. Sie war den Herren zu willensstark und zu alt. Aber ich ließ mich nicht beirren. Ich war ein erfahrener Padawan, sicherlich, aber noch kein fertig ausgebildeter Jedi. Daher bin ich nicht geeignet, einen anderen auszubilden. Vor allem nicht jemanden, der so alt ist wie meine Frau. Ihr habt euch dem Rat also widersetzt, genau wie ich? Ja, aber ich war nicht der Erste und ich werde nicht der Letzte sein. Das Schlimme an selbstgerechten Menschen ist, dass sie immer Recht haben wollen. Ich habe an sie geglaubt und sie heimlich ausgebildet. Ich ignorierte ihren Egoismus. So sehr liebte ich sie. Und sie liebte mich. Ich weiß es. Zu jener Zeit beruhte unsere Liebe auf Gegenseitigkeit. Sie ging tiefer als alles, was ich bis dahin kannte. Was geschah? Exar Kun ist aufgetaucht. Nayama war begeistert von seiner Vision eines goldenen Zeitalters. Sie wollte sich ihm anschließen. Sie kam zu mir und flehte mich an, die, wie sie sagte, anachronistischen Fesseln der Jedi abzustreifen, um ihr und Kun zu folgen. Sie war also der dunklen Seite erlegen? Das wollte ich nicht glauben. Damals. Ich war zu stolz für diesen Gedanken. Ich hatte sie selbst ausgebildet. Ich liebte sie. Ich habe sie angefleht, an die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu denken. Für mich, für sie, für alle. Sie hörte mir gar nicht zu. Plötzlich zog sie dann ihr Laserschwert und griff mich an. Sie wollte mich tatsächlich töten. Situationen wie diese gibt es in der Galaxis tagtäglich. Ein Schüler lehnt sich gegen seinen Meister auf. Aber in meinem Fall war es ein langer Kampf, den ich schließlich gewann. Ihr habt sie getötet? Nein. Nein. Sie lag vor mir, entwaffnet und wehrlos. Sie sah mich an, als wüsste sie genau... Sie wusste, dass ich sie nicht töten konnte. Kommt mir bekannt vor, anscheinend töten die Jedi ihre hilflosen Feinde nicht gerne. Aber ich hätte es tun sollen. Manchmal rede ich mir das Gegenteil ein, aber das ist sinnlos. Sie war der dunklen Seite endgültig verfallen, als sie mich angriff, und ich ließ sie gehen. Zu meiner Schande hat sie während des Krieges viele andere Jedi umgebracht, bis sie selbst in einer der letzten Schlachten fiel. Ich trauerte um sie, so unvermeidlich ihr Tod auch gewesen war. Ich trauerte sogar, nachdem mich der Rat vor Gericht stellte. Ich hatte Nayama gegen den Wunsch der Jedi ausgebildet und sie nicht getötet, als ich die Chance hatte. Sie hat deshalb andere ermordet. Natürlich haben sie über mich gerichtet. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich ein Padawan im Krieg war. Vielleicht nur eine Formalität, aber diese Herausforderung sollte zeigen, ob ich ein guter Jedi werden würde oder nicht. Aber es war ein Schauprozess. Ich sagte dir ja schon, dass auch die Jedi zu großem Unrecht fähig sind. Nein, ich stand zu Recht vor Gericht. Aber der Rat hat mich freigesprochen. Obwohl ich eine harte Strafe verdient hatte, ließen sie mich gehen.
Angeblich wegen mildernder Umstände. Ich verdiente Mitleid, sagten sie. Man sagte, ich hätte die Weisheit auf die harte Tour gelernt. Für alles, was ich während des Krieges getan hatte, sollte ich schon lange zu einem richtigen Jedi ernannt werden. In diesem Moment haben mich die Jedi verlassen. Sie haben mich verraten. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Nein, vermutlich nicht. Sie hätten mir vielleicht vergeben. Ich kann mir meinen Fehler nie verzeihen. Und ihr seid noch immer der Ansicht, dass die Liebe das Risiko wert ist? Ich? Ja, sicher. Überrascht dich das? Ah, das ist so lange her. Aus und vorbei. Wer interessiert sich schon für die Meinung eines alten Mannes? Wir haben ganz andere Probleme. Konzentrieren wir uns lieber auf die Gegenwart. Okay, ich sprich nochmal mit ihm. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Okay, nichts mehr. Sehr gut. Wir haben endlich mehr erfahren. Julie hat seine Frau an die dunkle Seite der Macht verloren. Sie hat ihn attackiert. Er konnte sie nicht töten, ließ sie dann gehen, obwohl sie nicht bewaffnet war. Tja, und sie tötete dann eine Jedi, wofür er sich jetzt die Schuld gibt. Ja. Okay. So. Scheißen wir auf die Gitzkas, die an Bord sind. Ich speichere nochmal kurz. Und jetzt, liebe Freunde, ist es soweit. Und wir werden jetzt gleich zur Sternenschmiede fliegen. Bis gleich.